Jo, servus Leute, wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 13 von Legend of Ashun. Wir sind gerade auf dem Weg zurück von unserem Erkundungsgang Richtung besseres, mittleres oder oberes Viertel. Weiß jetzt nicht, wie man das jetzt am besten nennen soll, und sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, weil wir eben diese Gegend hier noch ein bisschen uns ansehen wollten. Da geht's auch irgendwie nach oben, vielleicht entdecken wir da noch etwas. Ja, hoffentlich schaffen wir es noch in dieser Folge dann eben dieses bessere Viertel kennenzulernen. Denn mit dieser Kleidung sollten wir da auch Zugang bekommen. Und ja, wir schauen mal, was uns da so noch alles erwartet. Bisher haben wir schon festgestellt, dass die Welt hier ziemlich groß ist. Selbst für die Verhältnisse der Demo. Und ich habe hier unglaubliche Flackerprobleme. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich nehme zwar mit Dextory auf, also diese Folge, nicht mit Fraps, aber ich glaube nicht, dass es daran liegen könnte. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist das normal, oder? Naja, gut. Da scheint jemand zu sein. Wir reden mal mit ihm. Ach, das ist wieder nur so eine Turmwache. Das heißt also, wir haben wieder einen Turm entdeckt. Ach, es gibt so viel zu entdecken hier. Das ist ja unglaublich. Man kriegt gar nicht davon genug. Also, wenn er so weitergeht, werden wir es nie ins bessere Viertel schaffen. Mein lieber Mann, wenn man hier so viel erkunden kann. Ja, das ist der Standarddialog, den der andere Turmwächter auch hatte, den wir schon kennengelernt haben. Also nichts Weltbewegendes. Nun gut, mir soll's recht sein. Erkunden macht immer Spaß, finde ich, und bin mal gespannt, was wir da noch so alles begegnen. Hier geht es übelst steil nach oben. Also Monster werden hier wohl kaum sein, denke ich mal. Von daher brauche ich auch die Armbrust nicht auszurüsten. Den Turm werden wir gleich mal inspizieren. Da gibt es bestimmt auch was zu finden. Wir machen das wie immer. Wir gehen dreist rein und nehmen das, was da so rumliegt. Wenn da was rumliegen sollte. Eine Feuerwurzel! Jawohl, geht doch. Da geht's auch weiter. Unglaublich. Also diese Welt ist wirklich der Hammer, muss ich schon sagen. Sehr, sehr geil. Ich glaube, wir schaffen es heute doch nicht ins bessere Viertel, denn das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und je mehr wir von der Mod kennen, umso besser oder so einfacher dürfte es dann später sein, Sachen für Quests zu erledigen. Also Sachen zu finden, die wir questbedingt erledigen müssen, was auch immer. Der ist ein bisschen beschädigt, der Turm. Naja, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Scheint ja niemand da zu sein. Ah doch, da ist einer. Raus hier! Raus! Ja, raus mit dir! Okay. Wir kennen ja das Prozedere. Man geht einfach rein, klaut sich alles zusammen, was man braucht, und geht wieder raus. Ach, der steht gar nicht mehr auf. Interessant. Gerade eben hat er sich noch aufgeregt und jetzt ist alles gut, oder was? So, ich glaube, jetzt haben wir diesmal kein Glück. Hier ist nichts. Und der wacht gar nicht mehr auf.
Na gut. Sein Pech. Ah ja, alles klar. Raus hier! Ja, raus mit dir! War ja sowieso nichts Interessantes für uns dabei. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Und rocken mal den Wald. Scheint alles ruhig zu sein. Hier ist noch ein Weg. Ach, ich weiß gar nicht, was wir alles machen sollen. Ey. Das ist echt, ach, was soll's, komm. Wir laufen einfach dahin, wo uns die Füße hintreiben. Und sammeln dabei ein paar Kräuter auf. Ob man da hoch kann? So, jetzt müssten wir vor der Schlucht stehen, ja. Sind wir auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Dextory-Programm Einfluss auf meine Maus hat. Die Sensibilität ist ja schon sehr hoch eingestellt, aber irgendwie läuft die Maus ein klein wenig verzögert. Mal gucken, was wir da finden. Eine Winde. Kann man die bedienen? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir wieder runter. Da liegt auch was, wenn ich das so richtig gesehen habe. Da liegt gar nichts, das ist nur zur Anschauung. Okay, dann halt nicht. Okay, da wird's gefährlich. Das ist ein richtiges Rudel. Da können wir nicht hin. Da sind wir einfach noch zu schwach für. Alles klar, dann wäre dieser Weg schon mal erkundet. Ich habe zudem auch das Gefühl, dass dieses Dextory-Programm meine Framerates auf 30 limitiert. Ich muss da nochmal gucken, ob das wirklich so ist. Also der geht gar nicht irgendwie höher, sondern das bleibt immer konstant nur bei 30. Okay, jetzt war es gerade bei 31, aber normalerweise müsste ich doch hier locker 60, 70, wenn nicht sogar mehr Frames haben. Habe ich aber nicht. So, hier ist noch ein kleines Lager. Da scheint aber auch niemand zu sein. Das ist schon das zweite verlassene Lager, was wir entdecken. Okay, das kann man nicht aufheben. Und hier liegt auch Zeugs rum. Können wir nicht aufheben. Schade. Das Ding ist ja schon verlassen, also... Naja, dann gehen wir halt weiter. So, noch mehr Abzweigungen. Oh Mann, ey. Das macht einem die Entscheidung echt nicht leicht, ne? Also ich bin von dieser Welt, dieser Legend of Ashun-Welt, schon sehr, sehr angetan. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut, wirklich. Da gibt's wirklich nichts zu bemängeln. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass in der Vollversion, dass sie da noch einiges mehr gemacht haben. Vergrößert, mehr Gebiete, keine Ahnung. Wenn die Demo hier schon so groß ist,
Also wenn wir schon so viel erkunden können, dann muss die Folge so ein echter Hammer sein. Ja. Ich würde sagen, wir gucken hier noch ein bisschen und... Noch eine Feuerwurzel? Schön. Sehr schön. Da geht's wieder runter. Ah, so eine Drachenwurzel oder so eine Goblin wäre jetzt auch nochmal schlecht. Gut, ne? Also nicht schlecht, meine ich. Wir haben ja schon eine Drachenwurzel, eine Goblinbeere gefunden. Wir müssen auch nochmal gucken, wo diese Goldmine ist, fällt mir gerade ein. Wir sind jetzt schon echt gut rumgelaufen und haben da einiges entdeckt. Wir haben auch mal so einen Friedhof entdeckt, wo ich dachte, das wäre der Bereich vor der Mine, aber da haben wir uns getäuscht. Und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden. Kann man da vielleicht hoch? Ich probiere mal. Vielleicht gibt es da was zu finden. Ja. Wohl nicht. Was ist denn hier los? Hier ist eine Mauer. Warum auch immer. Oh, da liegt ein Skelett. Vielleicht gehen wir mal da hoch und gucken mal. Ja, da gibt's was zu finden. Wir nehmen alles mit, was rumliegt. Schaden kann's ja nicht. Ach du meine Güte. Also ich bin mir sicher, wir haben uns schon komplett verlaufen. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Ehrlich, ich habe überhaupt keinen Plan. Die Welt ist wirklich so riesig. Ich gehe lieber mal zurück, bevor wir hier noch zwei, drei Folgen uns herumirren und nicht mehr zurückfinden. Kann gut sein, dass wir sowieso nochmal hierher kommen müssen. Questbedingt, habe ich ja schon mal gesagt, aber es ist besser, wir gehen zurück. Was war das? Achso, das war die Turmwache. Genau, da haben wir, glaube ich, schon alles erkundet. Ja, wir gehen einfach wieder zurück. Das ist erstmal angenehmer so, glaube ich. Ja, wir haben noch über 100 Bolzen, das ist okay. Geht's denn da lang? Ach so, da geht's nicht weiter. Okay. Jetzt gucken wir hier unten nochmal ein bisschen. Was da noch so rumliegt. Ja, geheimnisvoll. Da gibt's nochmal einen Eingang zu einer Schlucht wahrscheinlich. Du meine Güte. Also ich muss schon sagen, die Welt hier auf Legend of Ashun hat unglaublich viele Triggerpunkte, wo die Musik immer wieder wechselt, ne? Ja. Auch sehr, sehr häufig. Was ist denn das? Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Dieses Gebiet ist nicht Teil der Demo, okay. Dann brauchen wir, glaube ich, nicht weiterzulaufen, oder? Was passiert denn? Gar nichts? Okay, boah, bin ich gerade erschrocken. Wo sind wir jetzt?
Hallo? Wo sind wir? Scheiße. Jetzt habe ich absolut die Orientierung verloren. Aber absolut. Hier waren wir doch noch gar nicht. Ich gehe nochmal so lang. Ah, okay, warte mal. Das war doch die Mauer. Ah ja, okay, dann geht's da wieder runter. Da haben wir noch nichts geguckt, genau. Da haben wir noch nicht die Gegend erkundet. Dann gehen wir so wieder zurück. Aber wieso wurden wir so weit weg teleportiert? Das hätte eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Nun gut. Machen wir das Ganze eben nochmal. So. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wir sind hier rein, glaube ich. Dann da hoch. Genau, und hier war Ende im Gelände. Gut. Was ist jetzt hier? So, die Schrift ist noch da, oder? Wie sieht's aus? So. Ich glaube, hier können wir aber hin. Nee, hier ist auch Sense. Gut, ich werde das jetzt nicht nochmal probieren. Keine Ahnung, wo wir dann sonst landen werden. Ich lasse es mal direkt und sammle noch hier das Gedöns auf. Ja, gut. Dann versuchen wir es noch hier lang, aber ich glaube nicht, dass wir hier auch weiterkommen. Oder doch? Da ist eine Höhle. Ich sollte mal speichern. Ich bin da wirklich sehr, sehr unzuverlässig darin. Das passiert halt, wenn das Spiel so wunderbar läuft, ohne Probleme. Ne? Also ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme mit Legend of Verschön. Ich habe keine Grafikfehler, nix. Gut, wenn es ein bisschen flackert, dann könnte das natürlich an meiner INI-Einstellung liegen, aber ansonsten finde ich bisher alles top, ne? Wichtig ist halt, dass die Mod mir bisher nicht ein einziges Mal abgestürzt ist. Das finde ich sehr geil. Das spricht eigentlich sehr, sehr für die Mod. Warum ist das hier so dunkel? Ach, das ist ein Stein oder was? Hä? Könnt ihr das erkennen? Ich kann da gar nichts erkennen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ach, das ist ein Stein. Okay. Oh, wow, 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 weg hier. Oh, ich krieg da immer eine Herzattacke. Wenn dann plötzlich vor einem so ein Megamonster steht. Mindcrawler, alles klar. Dann hat sich das Thema eh erledigt, da gehen wir nicht rein. Noch nicht. Alles mit der Ruhe, mit der Zeit. Wir bereiten uns ja auf die richtigen Kämpfe vor, indem wir vorher einfach die Gegend ein bisschen erkunden und dann schon vorher wissen, wo wir etwas finden. Das sieht mir sehr, sehr... Oh, da kann man hoch! Dachte ich doch gerade, das sieht doch sehr einladend aus. Hm, super. Ein bisschen ungeschickt gerade eben gewesen, aber wir sind ja jetzt oben. Kristalle. Was kann man damit machen? Nix. Sie leuchten halt. Ob das zu einer Quest gehört? Aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Tote Hose. Ne. Das ist alles Ambiente. Hoppla, ich dachte gerade. Aber alles gut gegangen.
Da liegt noch was. Oder da steht was. Verbrannte Hütte. Also zu erkunden gibt es wirklich sehr viele Dinge hier. Kann man sich wirklich nicht beklagen. Man muss halt einfach ein bisschen die Geduld haben, ne? Auch ein bisschen durch die Gegend rumzulaufen. Heilkraut. Sehr schön. Da haben wir wieder was gefunden. Scheint alles ruhig zu sein. Prima. Und wir haben Pfeile entdeckt. Sehr schön. Was uns aber im Moment nichts bringt, da wir keinen Bogen ausrüsten können. Und da ist auch der Bogen. Ha, wer sagt's denn? Sehr geil. Sehr geil. Der Bogen macht, let me see, 15 Schaden. Die Armbrust macht 30 Schaden. Nee. Ich meine, wir können ja mehr Pfeile abfeuern, das habe ich ja schon mal erwähnt, aber 15 Schaden ist halt schon ein bisschen wenig, ne? Also 20, 22 würde den Kult schon wettmachen im Vergleich zur Armbrust, aber 15? Nee. Da bin ich mit der Armbrust schneller dran. Oder besser gesagt, ich bin da besser mit dran, weil die macht ja direkt 30 Schaden und nicht erst 15. Gut, hier ist nichts außer Pilze ohne Ende. Ja, ich habe es ja immer wieder in der Beschreibung mit reingesetzt, dass Legend of Ashun die erste Modifikation, also die erste Mod ist, die ich wirklich so blind spiele seit Ewigkeiten. Also damit meine ich wirklich seit einer Ewigkeit. Ansonsten habe ich ja die ganze Zeit gemoddet und das kann man ja nicht als Spielen bezeichnen. Die meiste Zeit habe ich mich mit die Rückkehr beschäftigt und der Liver Edition. Dann habe ich noch ein paar andere Projekte noch nebenbei gemacht, wie Apokalypsa, eine Modifikation für Gothic 1. Dann habe ich noch nebenbei Gods of War General überholt, komplett fertiggestellt, fertig gemoddet. Aber gespielt habe ich das alles nicht wirklich. Das ist hier Legend of Ashun wirklich die erste Mod, wo ich wirklich frei von allem so richtig schön zocken kann. Und das finde ich schon sehr geil. Also ich merke gerade, wie ich das vermisst habe, so durch Gothic rumzulaufen und diese Sachen ansammeln, das Inventar. Das ist eine ganz andere Beziehung, als wenn man das Zeug selber moddet. Echt. Schon sehr cool. Und deswegen werde ich in nächster Zeit nur noch zocken, wenn ich Lust und Zeit habe. Nur noch zocken. Ich habe auch beschlossen, Gods of War zu gameplayen. Also ich werde einfach so ein 2-3 Durchgänge machen und das aufnehmen, weil die ist ja sehr, sehr klein. Die Mod. Grobes Kriegsbeil. Und noch ein Schwert dazu. Ich glaube, das Schwert benötigte Stärke 30. Breitschwert 40. Grobes Schwert 50. Ach, die haben an den Werten nichts geändert. Also, das ist irgendwie alles gleich geblieben. Ja. Das können wir alles noch nicht ausrüsten. Ja. Dann wollte ich noch die Mod Invasion. Die habe ich ja auch gemoddet. Also die habe ich etwas verbessert, viele Bugs behoben und vom Ruschissen. Oh Mann, manchmal habe ich echt diese Probleme mit diesen scheiß Wörtern. Ich habe diese Mod von der russischen Sprache ins Deutsche übersetzt. Und soweit ich mich erinnere, ist die bei den Spielern auch sehr gut angekommen. Ich selber habe sie noch nicht gespielt, geschweige denn richtig mal so angespielt. Wird mal Zeit. Die soll sehr, sehr Gothic 1-like sein.
Auch wenn es eine Mod für Gothic 2 ist, aber ja. Vielleicht nehme ich das Ganze auch noch auf, wenn ich hier mit Legend of Ashun fertig bin. Kann auch sein, dass ich das irgendwie noch alles nebenher mache. Ja, muss man sehen. Im Moment macht mir das hier unglaublich viel Spaß. Muss ich ehrlich zugeben. So, haben wir jetzt hier alles erkundet und gemacht und getan und gesehen und ich glaube schon, oder? Ich glaube, da war nichts mehr. Nee. Okay, dann gehen wir zurück. Aha, da schau mal einer an. Pilze. Pilze. Genau, das war der Weg, wo wir nicht lang gehen können. Da ist die Demo zu Ende. Da war die Höhle. Dann müssen wir hier zurück. So, sind wir wieder am See? Jawohl. Jetzt gucken wir hier noch, was hier noch so rumliegt, was wir noch nicht aufgehoben haben. Und dann sollte es nicht mehr so weit sein, bis wir ins Armenviertel wiederkommen. Ist das jetzt auch noch ein Weg oder bin ich jetzt Gaga? Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Wir gehen mal eben zu dieser kleinen Insel. Wenn wir da überhaupt hochkommen. Ach du meine Güte, wir haben was übersehen. Hier liegt ja nur eine Heilwurzel. Wie konnte das denn passieren? Ich meine, wir sind doch hier entlang gelaufen. So, komm schon, wir wollen auf die Insel. Ach nö. Komm schon. Ach, da liegt da was. Ich hab da was gesehen. Komm schon, wir wollen da hoch. Hallo? Ach, da fliegt ein Schmetterling. Ich dachte, was ist das denn? Das ist ja nett. Hier ist der Baum ein bisschen zu weit aus dem Wasser geraten. Kann vorkommen. Was war denn hier? Sehr schön. Roperi, Items. Alles mitnehmen. Ein goldener Ring. Der bringt bestimmt einiges an Roperi ein. Snapperkraut. Laborwasserflasche. Spitzhacke. Sehr cool. Ich glaube, wir hatten die ganze Zeit keine gehabt. Sehr, sehr cool. Okay. Dann würde ich sagen, ich hatte mir irgendwo überlegt, dass wir irgendwo eine Spitzhacke brauchen. Wo war das nochmal? Das war doch irgendwas mit einem Grab, glaube ich. Und zwar hier oben, meine ich. Wir gehen mal eben schnell hoch und gucken mal. Also irgendwie habe ich mehr Ruckler mit diesem Dextory-Programm als mit Fraps. Das ist mir ein bisschen... Waren wir ja eigentlich hier oben schon? Ich glaube nicht, ne? Oh Mann, hey, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist so geil, ehrlich. Ich feiere das, echt. Man kommt aus dem Erkunden gar nicht mehr raus. Das ist... Was Schöneres gibt's doch gar nicht, ehrlich. Das ist wie in Gothic 3, die Wüste Varrant. Als ich das zum ersten Mal gezockt habe, ich fand das so geil. Die Wüste ist ja so riesig. Also allein da habe ich sicherlich, keine Ahnung, 10 Stunden, 15 Stunden damit verbracht, jeden Winkel von dieser Wüste zu erkunden. Das war so geil. Ja, auch wenn es da nicht viel zu entdecken gab, aber man weiß es halt nicht, ne? Das weiß man nur, wenn man wirklich jeden Winkel durchgesucht hat und abgecheckt hat. Genauso geil finde ich das hier auch. Also das ist echt sehr cool. Ich feiere sowas. Ich finde es auch wirklich auch... Ja, ich finde es sehr, sehr cool, dass... nicht an jeder Ecke so ein Monster lauert. Ne, man kann in aller Ruhe so ein bisschen hier rumlaufen.
Da liegt ein Ring. Sehr geil, sehr geil. Ja, und dann findet man einfach mal so einen Ring, ohne in Lebensgefahr direkt zu geraten. Das ist so geil. Wirklich. Also, das ist so cool. So, wo ist er denn? Bin ich blind? Ja. Ring der Lebenskraft. 20 Lebenspunkte. Sehr geil. Da fühlen wir uns doch direkt ein bisschen sicherer. Ich fühle mich wohl hier. Das ist echt cool. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das ein oder andere Gebirge so erklimmen kann, aber darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon spielen. Ich hatte diesmal keinen Timer angemacht. Muss mal aufpassen. Ich habe nur eine 180 GB SSD, also so viel Platz ist da noch frei. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Und dieses Dextory-Programm macht ja, glaube ich, pro Minute 7 GB oder so, oder 5 GB. Das ist schon ziemlich heftig. Ich habe einfach das ganze Standardgedöns mal so gelassen und habe da nichts dran verändert. Ich habe nur gesehen, dass die Dateien extrem groß werden. Ne? Aber sie sehen halt auch echt top aus, muss ich schon sagen. Klar, sie sind unkomprimiert, aber deswegen muss ich jetzt mal eben aufpassen, dass nicht meine SSD direkt leer gepumpt wird. Seht ihr? Wir finden hier einfach mal so einen Steinkreis oder was auch immer das ist und man kann da einfach rumlaufen. Man muss nicht direkt aufpassen und groß sich ausrüsten und Angst haben, dass man irgendeinem Megamonster begegnet. Ja, man kann in aller Ruhe schön so hier rumdackeln. Sehr, sehr geil. Finde ich schon ganz cool so. Feuerwurzel. Ja, ich denke, wir beenden das Ganze hier auch. Ich glaube, wir sind wirklich schon über der Zeit. Ja, wir sind nicht wirklich weitergekommen. Sorry, Leute, aber ich habe gerade echt Spaß dran bei dieser Erkunderei hier. Bei diesen Erkundungsgängen gefällt mir sehr, weil mir eben die Welt sehr gut gefällt. Also ein ganz großes Lob an die Ersteller und das ganze Team. Bisher wirklich top. Fügt sich alles so schön zusammen. Der Wald ist nicht zu dicht, nicht zu spärlich. Es ist irgendwie einfach alles stimmt so. Sehr geil, echt. Sehr, sehr schön. Ja. Gut, ich denke, hier war nichts mehr. Und dann brauchen wir auch nicht groß weiterzuschauen. Ne, da war nichts mehr. Wir gehen jetzt wieder runter. Schauen mal eben kurz, ob wir was mit der Hacke machen können. Mit der Spitzhacke. Bei diesem Grab da, irgendwo war hier doch ein Grab, meine ich, mich zu erinnern. Und dann war's das. Genau, hier geht's ja wieder hoch. War das hier? Ich bin gerade echt ein bisschen. Da haben wir einen Pilz übersehen, da haben wir noch einen Pilz übersehen, na sage mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man Pilze übersehen? Genau, das war hier. Hier ging es nämlich nach oben und da war noch so ein Grab. Jetzt gucken wir mal, ob wir. Wir haben ja eine Spitzhacke dabei. Ob wir irgendwas machen können? Nee, sieht nicht so aus. Kann man nicht hacken oder so. Ja, schade, okay, also. Von hier aus zum Armenviertel ist es ja dann nicht mehr weit und das sollten wir dann endlich in der nächsten Folge dann erreicht haben. Ja, dann würde ich sagen,
Danke fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss, Leute.